Okay. Da ist eine Kassette, aber sie ist kaputt. Ja, kannst du doch trotzdem mitnehmen. Na toll. Haben aber nichts zum Reparieren, ne? Ich habe eine Kassette mit einem Taschenmesser repariert. Ernsthaft? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich zerschnippel die, aber na gut. Warum? Warum antwortest du nicht? Immerzu stierst du mich an, schweigsam und erbarmungslos. Während wir sprechen, rotten sie sich zusammen, um ein Portal zu öffnen. Vielleicht in diese Welt. Eine Brücke zwischen uns und ihnen. Interessiert dich das nicht im geringsten? Manchmal wundere ich mich wirklich, ob du überhaupt echt bist. Ob tatsächlich jemand hinter dem Glas ist oder nur noch ein verrotteter Kadaver hinter dem Steuerrad steht. Meine Hilfeschreie verhallen in der ewigen Leere des Todes. Okay. Ich meine, wenn es uns drei schlecht geht, geht es mir schlecht. Es interessiert mich nicht wirklich, was die anderen dazu sagen. Wie steht's mit dir? Oh ja, sicher. Wirklich? Ich dachte nicht, dass dir die Sache gefallen würde. Am besten, wir kommen später noch einmal zu dem Thema zurück. Ich bin gerade etwas verwirrt. Du bist wieder geistig abgedriftet, während ich geredet habe, oder? Ja, tut mir leid. Ist schon okay, Alter. Ich weiß, du hast keine Kontrolle darüber. War es diesmal wenigstens nützlich? Ich versuche es noch geistig zusammenzusetzen. Kann man aber nichts mitmachen hier, ne? Okay. So, dann haben wir eigentlich nur noch zwei Stockwerke, den Keller und fünfte Etage. Hä? Ach so. Dann nur. Ich bin am Verhungern und doch sterbe ich nicht. Wie lange geht das nun schon so? Es ist unmöglich zu sagen in dieser ewigen Nacht. Muss ich für immer in diesem Gefängnis vor mich hinrotten? Kein Essen, kein Licht, kein Schlaf, kein Kontakt, nichts. Nichts. Nur flüchtige Blicke auf ein unerreichbares Leben. Ich wünschte, sie würden dieses verdammte Portal endlich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt in Stücke reißen. Ich wünschte, es fände endlich alles ein Ende. Ich muss es beenden. Okay. Aber das kommt jetzt doch relativ in der Reihenfolge. Wieso habe ich denn vorher noch nichts gefunden? Es würde nämlich heißen, dass mir jetzt zwei von den Videos fehlen. Alter, wo bist du? Da. Früher hat mein Vater hier gelebt. Das war, bevor er und meine Mutter zusammengekommen sind. Wirklich? Das war, bevor hier alles überschwemmt wurde oder was auch immer hier passiert ist. Nee, wir sind ja erst darum gegangen. Hast du die weggenommen? Ja, heute Morgen, während ich mich umgesehen habe. Okay, lass uns nochmal hier nachsehen. Stacy, bist du hier? Nichts zum Gearboy zu sehen. Es war immer schwierig, Stacy zu rufen. Wundert mich also nicht, dass sie nicht erscheint. Wie wahr? Hoffentlich ist sie bei Megan. So viel Tod und Zerstörung in nur einem Haus. Ja, die Holmes-Familie tut mir echt leid. Dieses Ende hatten sie nicht verdient. So sehr ich auch Luke dafür hasse, was er getan hat, kann ich mir nicht helfen und habe trotzdem Mitleid mit ihm. Er hat sein eigenes Schicksal besiegelt, indem er dem Rat geholfen hat, den Mund zu beschwören. Zu dumm nur, dass er Stacy und Megan damit reingezogen hat.
Glaubst du, dass er wirklich tot ist? Der rotäugige Dämon? Ja, Tods Erfindung hat ihn vermutlich vernichtet, aber war das nicht ein bisschen zu einfach? Ich weiß, was du meinst. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Aber die letzten Jahre hat er sich nicht blicken lassen. Was wäre, wenn wir ihn nur verwundet hätten und er jetzt irgendwo in der Finsternis hockt und auf bessere Zeiten wartet? Dann lassen wir ihn besser wieder zur Hölle fahren, wenn er wieder auftaucht. Kommt man da noch rum? Nee, ne? Okay. Achso, das war das mit dem Badezimmer. Megan? Hallo, bist du hier? Der Super Cheerboy zeigt nichts an. Hey, wo ist ihre Kette hin? Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen nicht heraus. Was ist mit den anderen? Ich habe keine Ahnung. Oh, was? Sieht so aus, als ob da ein verstecktes Fach am Boden des Vogelkäfigs wäre. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist seltsam. Da ist auch eine Schraube locker. So, als ob jemand versucht hätte, es zu öffnen. Ich brauche einen Schraubenzieher oder etwas ähnliches, um es zu öffnen. Na toll, habe ich aber nicht, ne? Obwohl, na ja. Ich könnte es mal mit einem Messer versuchen. Manchmal funktioniert das. Okay. Also Süden. East ist der Osten. Ja, da weiß ich natürlich nicht, was es ist. Speichert er das? Der speichert das fürs nächste Mal, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch die anderen Zehner. Alter, dauert das lang, hier alles zusammenzusammeln. Also, das ist ganz oben. Ach du Scheiße. Du hast einen Fehler gemacht. Was zum Teufel? Alter. Wir alle werden das Ende sein. Was soll das überhaupt heißen? Du kannst hier nicht bleiben. Die Dunkelheit bindet uns. Der Kerl hat mich zu Tode erschreckt. Ich habe den Penner schon mal dabei erwischt, wie er oben geschlafen hat. Ich frag mich, was er damit gemeint hat. Für mich klang das nur nach wirrem Zeug, Mann. Ah, sehr schön. Ein zahnloses Unterfangen. Also, dann haben wir jetzt den Westen auch. Also bräuchten wir theoretisch noch den Norden. Entweder... Ja, doch, sind ja 15, ne? Stand da drin. 3 von 5, genau. Wieso eigentlich 3 von... Moment, hä? Wieso 3 von 5? Aber den können wir schon mal hier reintun. So. Ich denke mal, dass der andere in die Mitte kommt, aber... Steht immer noch 3 von 5, komisch. So, jetzt müssen wir noch in den Keller. Also ganz so blöd war die Idee von mir ja nicht, jetzt das ganze Haus nochmal... durchzusehen. Anstatt hier einfach so gezielt irgendwo hinzulaufen. Es ist komisch zu gehen, wenn man so lange hier gelebt hat. Ich habe mich auch so gefühlt, als wir New Jersey verlassen haben. Aber es war eine Veränderung, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauchte. Daher bin ich froh, dass es so gelaufen ist, wie es ist. Ja, es wird super, wenn wir uns mit Todd eine WG teilen.
Ernsthaft, ich kann es kaum erwarten. Trotzdem, ich weiß, dass ich nicht weit weggehe, aber trotzdem stimmt es mich irgendwie traurig. Das ist eine große Veränderung, Larry. Es ist schon in Ordnung, sentimental zu werden. Alles in Ordnung? Ja, geht schon. Sehen wir uns weiter um. Da wollte ich eigentlich noch nicht rein. Hallo? Ich war hier in der Ecke gerade am Suchen. Ich wollte das noch nicht verlassen. Okay, da ist nichts. Erinnerst du dich daran, wie ich dich das erste Mal ohne Maske gesehen habe? Wie könnte ich das vergessen? Du warst so heftig am Headbang, dass deine Maske wegflog und mir ins Gesicht klatschte. Hehe. Du hast dir solche Sorgen wegen deiner blutigen Nase gemacht, dass es dir zuerst gar nicht aufgefallen ist. Ach, meiner blutigen Nase. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. Ja, aber nachdem ich dir erklärt habe, dass es mir gut geht, warum hast du dann geweint? Weil du nicht weggeschaut hast. Das ist jetzt irgendwie traurig und schön. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mein Vater uns verlassen hat. Das passt nicht zu ihm. Das stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du mir etwas verheimlichst, Cell. Irgendwas, das meinen Vater betrifft. Du kannst kein Geheimnis für dich behalten. Schon okay, Alter. Ich habe bis jetzt nichts gesagt, weil ich dir vertraue. Wenn du mir etwas verheimlichst, dann liegt es daran, dass du das musst, nicht wahr? Hör zu, es war nicht leicht, das vor dir geheim zu halten, aber ich wusste nicht, was wirklich war und was nicht. Ich will nicht, dass du dich aufregst, aber ich glaube, dein Vater hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob er es wirklich ist. Deshalb habe ich nichts gesagt. Außerdem wollte er, dass es dir gut geht und du in Sicherheit bist. Er hat gemeint, dass, wenn du die Wahrheit erfährst, sie dich in Gefahr bringen könnte. Wenn es dein Vater ist, dann, ich glaube nicht, dass er 100% menschlich ist. Wichtig ist aber, dass er dich nicht verlassen hat. Er hat sich geopfert, um den Kult aufzuhalten, um dich und Lisa zu beschützen. Er hat euch beide mehr als alles auf der Welt geliebt. Was meinst du damit, dass er nicht menschlich ist? Ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dein Vater ist ein Außerirdischer oder sowas. Er hat auf der Erde eine Bruchlandung gemacht, nachdem sein Heimatplanet von Schatten vernichtet wurde. Er und seine Schwester Evelyn kamen hierher, aber sie starb bei der Landung oder hat sich verirrt oder sowas. Er wusste selbst nicht, was mit ihr geschehen war. Willst du zu alledem gar nichts sagen? Weißt du, du musst keine verrückte Geschichte erfinden, um meinen Vater als Held darzustellen. Und Aliens? Ernsthaft? Alter, das macht deine Geschichte nur noch unglaubwürdiger. Das ist die Wahrheit, Larry. Ich schwör's. Okay, Kumpel. Komm schon. Können wir das Thema einfach lassen? In Ordnung. Aber wir werden später noch darüber reden. Ich habe das nicht erfunden. Okay, hier scheint gar nichts zu sein. Ich habe jetzt auch nichts übersehen, oder? Nicht, dass da jetzt irgendwo ein kleiner Zahn lag und ich da so schnell dran vorbeigegangen bin. Okay. Besser zweimal nachschauen, ne? Weil ich brauche im Endeffekt noch einen Zahn. Ja, und der wird nicht als fünfter angerechnet, der eine. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so in Ordnung ist. Hast du den neuen Sanity's Fall Song aufgenommen? Klar, Alter, willst du ihn hören? Nein. Vielleicht später.
Ach, das war Lisas früheres Zimmer, okay. Stimmt ja. Hier bin ich eben durchgelaufen, ne? Genau, Badezimmer. Aber dann war ich doch jetzt überall. Schlafzimmer, Schlafzimmer. Also wenn in den Schlafzimmern jetzt kein Zahn ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Mist, ich muss den Schlüssel heute Morgen fallen gelassen haben, während ich mich umsah. Wann hast du ihn zum letzten Mal gehabt? Keine Ahnung, ich hätte schwören können, dass er noch in meiner Tasche war. Er wird schon wieder auftauchen. Ein Zahn! Wuhu! Was? Keine dummen Witze diesmal? Ehrlich gesagt fällt mir gerade keiner aus. Ich meine ein. Super. Okay, also wieder zum Vogelkäfig zurück. Der war in der vierten Etage, glaube ich. Moment, das war das Badezimmer. Da gehen wir auch nochmal schnell rein. Na gut. Ich meine, es war in der vierten Etage. Ah, nee, in der fünften. Ah, ich habe mich vertan. Ich bin doch auch blöd. So, ist nur die Frage. Ich glaube, die zweite rechts. Nee, der Vogelkäfig war nach links. Okay, dann haben wir den Norden. Und den komisch verwesten Zahn. Und nun? Ja. Nun tut sich gar nichts. Norden, Osten, Süden, Westen. Moment, das Ding steht auf dem Kopf, oder? Ich glaube. Aha. Weil der Aufkleber stand nämlich auch auf dem Kopf. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe... Moment. Wo zum Teufel kommt der überhaupt her? Ich habe den nicht da reingetan. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Hätte man den nicht unter meiner Tür durchschieben oder in meinen Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verworrenes Netz. Was? Vergiss es. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten uns den Tempel näher ansehen. Der war im Keller, meine ich, ne? Ach, wo laufe ich denn hin? Nein! Oh, ich dachte, ich stehe auf B. So. Mal schauen. Was im zweiten? Ja. Zwei Stunden später. Alles soweit normal, Larry. Naja, normal für Addisons Apartment-Standards. Und was ist mit den Zähnen und dem glühenden Vogelkäfig-Ding und dem Schlüssel? Ich denke, dass das schon ein wenig seltsam war. Und dieses komische Gefühl werde ich auch nicht los. Irgendwas Schlechtes kommt, Alter. Ich weiß nicht was oder wann, aber es wird kommen. Da könntest du recht haben. Ich informiere Todd und wenn er zu Hause ist, kommen wir mit seinem Equipment nochmal her. Okay, wie lange hat er noch Unterricht?
Er sollte jetzt fertig sein, aber ich wollte mich noch mit Ash treffen, erinnerst du dich? Oh, stimmt ja, du solltest sie mitnehmen. Ich finde, wir sollten sie da raushalten, also von dem paranormalen Zeug. Stimmt schon. Das letzte Mal, wie wir sie mit hatten, hat es böse geendet. Alter, ist das jetzt schon ein Jahr lang her? Sieht so aus, als würden die Jahre immer schneller vergehen. Ja, das tun sie. Außerdem, vergiss nicht, dass wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen. Hehe, wie könnte ich das vergessen? Von dir und Ash habe ich sicher 1000 Nachrichten darüber bekommen.